hat ja auch schöne Ecken. Kurz und schmerzlos, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Schöne Ecken. Wir sind im Regen an der C-Mine. Wir wissen immer noch nicht, ob man es jetzt Französisch, Englisch, Belgisch, wie auch immer ausspricht. Ja, es ist Belgisch, gibt es nicht. Wir sprechen es Flämisch aus. Samine. Samine. Das klingt aber irgendwie nach irgendwas anderem. Willkommen und zurück. Wieder mal in einer Bergwerksgeschichte hier. Ja, und das ist auch im Grunde bis auf die Meta-Folge, unser Reisebericht, wo wir noch nicht genau wissen, in welcher Form euch der erreichen wird, ist das die Konklusion unserer großen Belgien-Tour mit einem Highlight zum Abschluss. Denn wir beide teilen ja diese Faszination für Bergwerke. Mhm. Und wir hoffen, dass wir jetzt mal eins gefunden haben, wo man auch mal einen Schacht sieht. Und wo man Geräusche hören kann und wo man einfach schön podcasttechnisch sich verdingen kann. Trotz, yes. Ihr hört's. Ein bisschen Regen? Ja, im Moment bröckelt es ein bisschen. Das würde ich jetzt gerade unter Podcaster-Aspekt noch nicht als Regen bezeichnen. Aber die Vorhersagen für den heutigen Tag in Genk, wo wir sind, also ja, Gent und Genk, ihr hört richtig. Genk ist etwas näher an der holländischen oder französischen, nein, niederländischen, hallo, Grenze. Ja. Und die Wettervorhersage für heute ist wirklich nicht gut. Wir müssen jetzt noch mal gucken, in welcher Reihenfolge wir das machen, weil wir beide teilen noch eine weitere kleine interessante Leidenschaft namens Labyrinthe. Ach, da steht's ja schon. Ja. Und das gibt's hier auch. Und da es gerade noch im trockenen Spektrum ist, was die Podcast-Definition betrifft, würde ich sagen, lass uns zum Labyrinth gehen. Erstmal das Labyrinth. Das ist übrigens ein Ort, der schon sehr lange auf meiner Liste oder unserer Liste steht, für Dinge, die verrückt sind und die man sich angucken kann, so grob in der Gegend, von wo aus wir öfter mal so starten. Ne? Zu dem, so. Hast du das wieder beim Atlas Obscura gefunden? Nee, weiß ich gar nicht, wo ich das gefunden habe. Ich glaube einfach irgendwie, schon vor 3-4 Jahren, als wir mal eine Tour planten, dachte ich, lass uns da mal hinfahren. Dann war es nicht so gut erreichbar und mich hat dieses Labyrinth gecatcht. Und das steht vor uns. Übrigens, das hat mal beschrieben, wir sind jetzt in der Außenfläche der Mine. Links und rechts stehen zwei große und ich finde sehr, sehr schöne Fördertürme. Die sind irgendwie ganz schick, ganz schön so gemacht, noch gut erhalten. Einer ist relativ modern scheinbar und der andere ein bisschen älter. Und vor uns steht jetzt ein Haufen Rost als Labyrinth. Bevor wir das Ganze machen, würde ich noch mal kurz uns einnorden, wo wir uns hier eigentlich befinden und was das hier eigentlich ist. Also wie gesagt, Genk ist die Stadt, in der das Ganze liegt. Genk ist sehr stark mit dieser ehemaligen Mine verknüpft, denn Genk ist, als hier Steinkohle Anfang des 20. Jahrhunderts 1901 gefunden wurde, stark in seiner Bevölkerungszahl gewachsen, hat es heute natürlich nach dem Niedergang der großen Steinkohleförderung auf immerhin 66.000 Einwohner gebracht. Und am 3. Juni 1914 wurde dann in der Mine, in der wir jetzt stehen, also die ehemalige sogenannte Winterslag-Mine, wurde angefangen, dann hier halt Steinkohle zu fördern. C-Mine. Doch, die heißt jetzt C-Mine, seit es ein Kulturprojekt ist. Naja, früher war es halt die Mine Winterslag. Es gab drei Minen in Genk. Ja. Eine davon ist eben Winterslag. Ich habe auch irgendwo hier stehen, wie die restlichen heißen. Genau, Swartberg, Watterschei und Winterslag. Und das ist eben die heutige C-Mine. Und wie du richtig sagst, 1901 wurde es entdeckt. Ja. Und dann hat es immerhin 14 Jahre gedauert oder 13 Jahre gedauert, bis die angefangen haben, die abzubauen. Und oder aufzubauen. Oder auf, ja. Die Mine auf, die Anlage auf, den Stein ab. Also auf jeden Fall, wie auch im Ruhrgebiet, wir hatten es ja schon in diversen Folgen, wo wir uns Schlegel und Eisen angeguckt haben, setzt auch hier ein Niedergang durch den Rückgang des Bergbaus ein. Also 1966 wurde die Mine Swartberg zusammen mit dem Wallonischen Bergwerk geschlossen und 1987 schloss dann Watterschei, die zweite Mine, und 1988 dann eben die größte, also die, wo wir jetzt stehen, die Mine Winterslag. Und erst im Jahr 2000 übrigens wurde Genk zur Stadt. Das ist echt spät. Aufgrund der immer wieder schwankenden Einwohnerzahlen hat sie wohl lange es nicht geschafft, irgendwie über diesen Wert zu kommen, der sie dann irgendwie als Stadt definierte. Ich weiß nicht genau. Vorher war es ein Dorf oder? Ja, nee, eine sogenannte. Ein Weiler. Ach, ja. Ich denke bei Weiler irgendwie immer an Bergbau, komischerweise, aber Weiler ist einfach, kommt von Weile, da weilen Menschen und deswegen die Größe der Stadt war halt ein Weiler.
ich weiß nicht, wie das in Belgien ist, ab wann irgendwie, ob das von Einwohnerzahlen abhängig ist oder von irgendwelchen anderen Faktoren oder ob das eine reine Antragsgeschichte ist, wann man Stadt wird, wann man die Stapelrechte bekommt. Ja. ja, auf jeden Fall im Jahr 2000, und damit schließen wir jetzt die Lücke zur C-Mine, wo wir stehen, im Jahr 2000 entstand auf jeden Fall die Idee, dass man noch irgendwie diese riesigen leerstehenden Gebäude und dieses Kulturdenkmal irgendwie anders nutzen könnte. Ähnlich wie, wo wir in, hilf mir schnell, Essen, Zeche Zollverein oder Dortmund Phoenix West. Genau. Beliebt, ja. Industriedenkmaler, sehr beliebt für Kulturerhebung. Und im Grunde ist dieser Campus ein bisschen damit vergleichbar, wobei hier sehr viel mehr modernes Zeug noch entstanden ist. Wir stehen hier drüben, wir sehen die Schule Luca, School of Arts. Also hier kann man tatsächlich auch studieren, direkt auf dem Gelände. Es gibt ein Kulturzentrum, es gibt eben die sogenannte C-Mine Experience, die wir hoffentlich im Laufe dieses Podcasts erfahren werden. Und 2005 ist dann der Name C-Mine geboren. Ich habe nicht gefunden, warum. Ich vermute A, B, C, Winterslag, C, wobei Winterslag die erste war. Ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Und ja, man konzentriert sich halt auf die vier Pfeiler Bildung, kreative Wirtschaft, kreative Reaktionen, was auch immer das bedeutet, und künstlerische Kreationen und Präsentationen. Und ja, es wurden 330 Arbeitsplätze kreiert. Wow. 42 Unternehmen sind hier ansässig. Okay. Und von denen circa allein 200 Arbeitsplätze rein im kreativen Bereich. Von den 42 Unternehmen sind 43 rein kreative Unternehmen. Also das ist hier wirklich ein Kulturbrutort, sagen wir es mal so, für Kunst und Dings. So, und damit zurück zum aktuellen Ort. Du erzähltest gerade von rostigen etwas genau. Vor uns. Das Labyrinth. Ich glaube, es heißt auch noch einfach Labyrinth. Das C-Mine-Labyrinth, das ist hier, glaube ich, vor 3-4 Jahren gebaut worden. Ich habe die Zeit nicht so genau im Kopf, aber es ist ein Haufen Stahl, passt natürlich. Und ich glaube, wir gehen mal einfach rein und verlieren uns ein bisschen. Moment, bevor du das zu Ende führst, das ist das Labyrinth. Ich habe jetzt erwartet, hier ist jetzt so allumspannend ein gigantisches. Nö. So, und das ist jetzt ein Labyrinth. Ich hätte das als eine Müllhalde bezeichnet. Das ist ein bisschen matschig und klipschig. Ja, glitschig und matschig. Und hier liegt tatsächlich Müll. Und deswegen komme ich zur Müllhalde. Also sowas finde ich ja unmöglich. Vor allem so Plastikflaschen. Das ist eigentlich ein Labyrinth aus Pfützen. Aber es klingt schön. Ja, also wir haben hier Stahl und Blech. Über Manns hoch. Genau genommen so 5 Meter hätte ich jetzt geschätzt. 4,50 Meter hoch. Und man bekommt hier ganz interessante Ausblicke auf den Förderturm, der natürlich auch noch im Gelände steht. Und das macht... Es gibt dem Ganzen einen sehr... dystopisch-industriellen. Das hier ist wenigstens mal ein Labyrinth mit sehr schönen hohen Wänden. Ne? Also man kann da nicht rüber gucken wie letztes Mal. Hier ist überall Schluss. Hier ist auch Schluss. Ist das eines von diesen One-Way-Labyrinthen, die man tatsächlich nur... Weiß nicht, hier geht's weiter. Ah ja, hier geht's weiter. Ich muss ja parallel, während wir live podcasten, auch noch unsere Insta-Story befüllen. Wenn ihr das hört und unsere Insta-Story nicht live verfolgt habt, könnt ihr uns immer noch bei Instagram folgen. Unter Schöne Ecken findet ihr uns bei Instagram und da könnt ihr auf unseren Account klicken und da findet ihr unter Highlights die 3 Tage unserer Podcast-Tour durch Belgien in Videoform und könnt die auch noch nachholen. Also inzwischen ist das kein Problem mehr, man muss das nicht innerhalb von 24 Stunden gucken. Aber dann kriegt ihr mal einen Live-Eindruck davon, also einen nachträglichen Live-Eindruck. Re-Live heißt das, glaube ich, im Podcast-Genre. Ich mag die Ästhetik. Das ist irgendwie schön, weil wir diese rostigen Wände haben und so ein, das ist das Granitboden, auf jeden Fall so ein grauer Stein, der sich hier sehr durchzieht. Der scheinbar einfach das ist, was wir auch neben dem Metall rausgeholt haben. Oh, wir haben die Mitte gefunden. Guck mal, das ging mal schnell. Und als Belohnung gibt es in der Mitte eine gelbe Bank. Hier gibt es eine gelbe Bank. Okay. Ja, ich glaube, es ist eher hübsch als schwierig. Aber das hier ist eigentlich mal ein cooler Ort. Weil es hat noch, vielleicht muss man beschreiben, wie das Labyrinth aufgebaut ist. Es ist so ineinander gesteckte Metallplatten. Es sieht so ein bisschen aus, wie als würden wir in einem großen so ein Küchengerät stecken, ne, mit dem man irgendwie so Hack zerteilt. Und in der Mitte gibt es eine Art von Kuppelbau, weil das, meine Güte. Und ich denke die ganze Zeit, irgendwo hier muss doch mal ein Dach sein, aber hier ist einfach kein Dach. Es ist offen, genau, und der Nieselring also es wirkt zwar wie ein Dach, aber nur durch die durch so eine ausgeschnittene Rundung. In den Metallplatten, die ineinander gesteckt sind. Ne? Also das lässt sich ja beschreiben, auch da wieder Fotos gucken. Ja, wer sich das vielleicht vorstellen kann, das ist wie so eine schachbrettmäßige Verstrebung von Holzstücken. Da hätte man mit einem großen, runden Bohrer einfach so von unten reingebohrt.
Also jetzt so bei Regen hier, von der Atmosphäre her, fühlt sich das so ein bisschen an, als wenn wir irgendwo auf einem Industriegelände so am Rande von Berlin langstolzieren würden und wüssten nicht so richtig, was wir hier eigentlich wollen. So, ach komm, wir gucken uns das mal an. Ist bestimmt Töfte. Macht ein paar schöne Atmos auch mit den Vögeln. Das sind, welche Vögel sind das? Das sind Vögel. Ach so. Das sind sogenannte Vögel. Ja. Nee, ich glaube, das sind, weiß ich nicht, Amseln. Amsel, Drossel, Fink und Star. Ah, hier sind noch andere Löcher. Auch ganz schön. Also es verändert sich auch nochmal in Art und Weise, wie es zusammengebaut ist. Hier kann man durchgucken. Hier sind so Cutouts drin. Hier ist ein, als hätte man durchgeschossen. Ich kann keine Fotos machen im Augenblick. Oh, das gefällt mir. Die Pfütze unter mir gefällt mir nicht. Das hat das Potenzial, unser nächstes schöne Ecken Imagebild zu werden. Ja. Weil es kaum Ecken gibt. Schön. Ich bin mit breiten Beinen über die Pfütze gestolpert. Das war nicht leicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals zurückkommen werde. Ja, Stichwort Pfütze. Dieser Gang steht ein bisschen unter Wasser. Also. Das war nicht so gut wie eben. Toll. Jetzt habe ich nasse Füße. Ach. Ich geh mal weg. Ja, es hat sowas. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Industriedenkmal. Ne? Das könnte übrigens natürlich auch irgendwie. Hier geht's nicht raus. Nee, das habe ich mir schon gedacht, dass es hier nicht rausgeht. Die Schweine. Das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte, dass es nicht rausgeht. Hier könnte mal irgendeiner mit dem Besen durchgehen und könnte einfach mal so die Steine am Rand des Bodens wieder in die Mitte kehren. Aber ja, ich glaube, das wird jetzt auch langsam langweilig, wenn wir ewig beschreiben, dass es hier nass und feucht ist. Wir könnten mal gucken, es scheint ja noch ein paar andere spannende Einblicke zu geben. Ne? Oder vielleicht noch. Also, das Loch war jetzt. Dieses durchgeschossene Loch war eine Geschichte. Die Mitte ist auch sehr schön. Hier ist richtige einfach Steine. Nur Ende. Hallo. Hallo. Hier ist nochmal so ein anderes Element, das als wäre eine Kugel in die Metallplatten hineingesägt worden. Also es erinnert mich so ein bisschen an, wo, es war doch in irgendeinem Film, oder? Da gab es so kreisrunde Explosionen und die haben im Grunde so den natürlichen Raum darum herum so wegteleportiert. Daran erinnern mich diese Sackgasse. Diese Ideen hier irgendwie. Oh, schön. Vielleicht nochmal zu beschreiben. An der Stelle hier wirkt es so, als wäre eine sehr große kugelförmige Fläche in die Metallsegmente hineingeschnitten, als hätte man eine große Kugel einfach hineingedrückt, um diese Form zu bekommen. Ja. Also stellt euch halt diese klassischen Labyrinth-Wände vor, aus denen man halt kreisrund von oben ein Stück weg teleportiert. Genau. Also was heißt kreisrund? Ja. Kugelförmig. Ne? Man muss ja schon von einer Sphäre im dreidimensionalen Sinne reden. Das ist ja nicht einfach nur ein Kreis. Und dadurch ergibt sich halt so eine gefühlte, ja, so diese harten, viereckigen Labyrinthformen werden jetzt halt durch geschwungene Seitenlinien so unterbrochen. Und das hat mit dem Rost und auch mit der, also hier ist ja überall was reingeritzt quasi in die Stahlwände oder in die, was ist das eigentlich, Eisen wahrscheinlich, ne? Ja. Rostiges Eisen. Das ausnahmsweise wirkt das hier tatsächlich mal nett, diese Form von Vandalismus. Aber ich finde, man kann feststellen, in Labyrinthen kann man nicht so wirklich durchgehend einen Dialog führen. Es gibt nicht so unbedingt viel zu erzählen. Nee, es gibt eigentlich nur den Diskurs, dass man sich entweder verläuft oder irgendwas nicht findet. Das hatten wir erst vor kurzem. Vielleicht geht es hier raus. Da ist Schluss. Ist auch überall Schluss. Ist auch Schluss. Naja, es gibt tatsächlich einen Weg in die Mitte, ja. Ja, ich glaube, es gibt wirklich nur einen Weg rein und raus, oder? Bäh. Das wirkt auf jeden Fall so. Aber ich habe das Gefühl, dass sich dabei jemand mehr gedacht hat als hier ist noch. Bei dem Labyrinth in Bispingen. Also insgesamt wirkt es durchdachter. Ja, es ist kleiner und. Also jetzt, wo ich drin bin, muss ich sagen, es ist doch größer, als ich dachte. Weil von außen sieht es wirklich so aus, so, ja, okay, 5 Minuten und dann hast du das hinter dir. Hier ist auch kein Ausgang übrigens. Ah ja, das ist hier quasi nochmal so eine durchgeschossene Linie, nur dass sie schräg durch das Labyrinth läuft. Von da ganz oben nach hier unten. Schwer zu beschreiben. Schaut auf die Fotos. Ja, vor allem interessant, wie das alles in diesem kleinen Ding untergebracht ist. Also gerade diese Durchblickorte, die wirken so groß. Spannend. Oh Mann, spannend. Das klingt jetzt wieder so wie irgendwie Arzi-Fazi. Interessant. Kunststudent läuft durch ein. Das ist aber spannend. Jetzt muss ich die Bilder erstmal verarbeiten. Es ist auf jeden Fall hier auch ein bisschen Cardio durch diese Pfützen.
Ah ja, hier geht's raus. Du bist so. Oh Gott sei Dank. Ich hab langsam Angst. Langsam Angst. Das ist ja fast eine eigene Folge. Ja. Aber merke, es ist viel interessanter, wenn man nicht sehen kann, ja, wo man ist. Das ist super. Viel also interessanter. Das ist der Sinn von also meiner Definition nach eines Labyrinths. Gut, dann lassen wir mal reingehen, oder? Sehr schönes Konzept, finde ich. Also künstlerisch, aber auch an der Konstruktion her. So, wir sind jetzt im Innenbereich der Mine und haben jetzt gerade unsere Tickets geholt und schauen uns dann jetzt mal diese Expedition, nicht Experience, wie ich eben sagte, an. Sehr schöne jetzt würde mich hier interessieren, genau, was ist das historisch oder ja, ist das jetzt für die. Es wirkt eigentlich modern, aber man weiß es nicht. Wir haben ja eine Treppe aus massivem Granit oder Stein zumindest. Aber das sind die Originaltreppen hier mit den Metallgeländern und den Holzplanken. Sehr schön. So, hier ist die Expedition. Jetzt fängt das sofort an. Ja, da, oder? Also wir sind jetzt ins erste Stockwerk hochgegangen und müssen jetzt unsere Eintrittskarten hier an so einem Drehkreuz scannen. Aber wo? Das hat jetzt schon hier sehr Geride-Atmosphäre. Hier sind so Projektionen an den Wänden. Aber sehr wo schön muss man gemacht. Das denn scannen? Oder ist es nur der Ausgang? Nein. Ah, okay. Man muss es irgendwie davor halten. Oh, es wird schön warm hier, das gefällt mir. QR-Code. Und die Kinder, oh, schön. Ja, das ist lustig, weil es geht jetzt einfach nur hier. So eine ziemlich breite Treppe, die sich zu einer winzigen Türe am Ende hier verengt. Das ist schon echt lustig. Also ich finde es bisher schon sehr interessant, wie hier moderne und alte Architektur auf eine künstliche Art und Weise zusammenfinden. Schaut euch das Foto an, was wir jetzt gemacht haben werden. Gehen wir mal runter. Es wird immer steiler. Enger, steiler, schmaler. Ja. Also eine blaue, schmale Automatiktür. Okay. Und jetzt geht diese blaue Automatiktür auf und ich gehe vor. Okay, es wird kühl und wir kommen durch einen, für die Kellertreppe erstmal, irgendwo hin. Und es wird schön still, das gefällt mir. Oh, und hier sind auch die Gänge. Oh. Das ist der Hall hier. Yes, wir sind da. Wir sind da, am Ziel deiner Träume, oder was? Oder ein Fetischist. Was? Oh, ihr hört die Töne. Desto länger brauchen die da oben rein. Das ist ja. Ja. Ja, okay. Die restliche Folge dieses Podcasts wird daraus bestehen, dass wir nur an dieser akustischen Installation hier stehen. Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Schüsse? Nö, das Klatsch klingt wie Schüsse. Und da oben sitzen irgendwelche. Da oben sitzen irgendwelche Designstudenten, die sich den ganzen Tag denken so, die Kommunikationsstudenten so, die sich den ganzen Tag denken so, Gott, Menschen sind so doof. Geil. Wir sollten ein bisschen mehr sprechen. Wir sollten mehr sprechen, okay. Aber dann, ich glaube, das ist so in dem Bereich, wo Leute das auf Dauer wahnsinnig machen. Findest du? Aber ich habe noch nicht genug gesprochen. Na gut. Ich habe gerade, das ist auch so interessant mit den Füßen. Und es staubt auch. Gut, was du gemacht hast. Wir sind jetzt bei Stomp. Boah, ist das blöd. Hast du ein Foto gemacht? Achso, ein Foto, auch das noch. Wir wollen doch Foto machen, Insta-Story, reden, sprechen, stampfen, singen. Hier ist alles. Wir sind hier eine ganz zeitliche Experience. Ich nehme an, das ist früher. Erklärt uns irgendjemand, was das früher war? Das sieht aus wie so eine alte Schütte, wo irgendwie Zeug. Ja, ne? Wahrscheinlich. Reingekippt wurde und dann. Eine Erklärung wäre ganz gut. Oh, jetzt wieder akustisch anders. Jetzt sind wir in einer Turbine. Oh, wow. Ui. Okay. Also jetzt könnte ich hier eigentlich. Das sind die Momente, da überlege ich, eigentlich müssten wir ein Videopodcast sein. Ja. Weil das ist jetzt schwierig zu beschreiben. Beziehungsweise es ist leicht zu beschreiben, weil es ist einfach nur eine Röhre, aber das gehört der Sache nicht gerecht. Und hier sehen wir, glaube ich, auf der Rückseite so einen Tunnelbohrer, ne? Ich glaube, das ist eher. Nee. Ich tippe drauf, das ist eine. Tatsächlich eine Turbine oder ein Ventilator, der hier Luft reingeblasen hat. Weil im Bergbau war ja viel auch. Und in der Verhüttung, ich weiß nicht, ob es eine Mine war. Mine heißt nur Bergbau, ne? Mine heißt keine Eisengewinnung. Haben wir auch irgendwo mal gelernt, dass relativ viel mit heißer Luft, die eingeblasen wird, gemacht wird. Ich glaube, ich bin wieder neidisch auf deinen Nachtmodus. Verfluchte Axt. Ich weiß nicht, was da unten passiert. Also es ist ein Ventilator, steht hier übrigens, ne?
And fan to ensure a constant supply of fresh air underground. Ah, okay. Ich könnte es auch deutsch vorlesen. Sorgte für Frischluft unter Tage. Ich mag diesen Geruch nach Eisen, Maschinen, Wand, Tunnel, Staub, Alt, Öl. So ein bisschen wie in der U-Bahn, aber nicht genauso. Bin ich wirklich großer Fan von diesen Gerüchen. Mhm. Dann steigen wir ab in den... Auf jeden Fall geht es jetzt hier eine steile Treppe runter. Ja, eine Stahltreppe. Eine steile Stahltreppe. Wir laufen jetzt in diesen Frischlufttunnel. Ne? Also das ist schon wirklich interessant. Und irgendwelche Geräusche schallen um die Ecke. Ja, wir haben hier diese typische Ferien-Freizeitpark-Atmosphäre, wo uns ein bisschen Erdrutsche und sowas vorgegaukelt werden, was der Sache natürlich die richtige Atmosphäre verleiht. Also sehr schön. Oh, das ist spannend, das mag ich. Okay, jetzt hängen hier so unförmige Dinge mit in den Baum. Okay, ich würde sagen, ein kurzer Werbeblock für Apple. Es ist der richtige Zeitpunkt, einen Nachtmodus zu releasen für uns Apple-Nerds. Ja, ich weiß, Android-User haben das schon seit Jahren. Wir nicht. Aber unser ist jetzt echter. Wir freuen uns jetzt. Übrigens, hier ist Staubablagerung. Der Staub aus dem Bergwerk setzte sich durch den jahrelangen Luftstrom an den Wänden fest. Also die Wände sind offensichtlich abgelagerter Staub. Okay. Und hier? Was irgendwelche Menschen natürlich direkt genutzt haben, um da ihre Initialen reinzusetzen. Hier, komm mal hier runter. Unter die Kuppel. Hier rein. Ich bin hier. Rein. Was? Hier rein? Ich bin hier, hinter dir. Er ist hinter mir. Soll man was machen? Rein, ja. Wieder, oh Gott, das ist hier wieder. Hier ist ein Guckloch, wo man den. Ein verkleinertes Modell dieses Tunnels. Ah. Ich sehe nicht immer auf Deutsch. Jetzt geht die Turbine an. Luftzug kommt jetzt. Bist du das? Oh, meine Blume. Wie froh ich bin, deine Stimme zu hören. Ja, du fährst mir auf, mein Entlein. Ach, du bist dort drüben und ich bin hier in Winterslag. Wie es hier ist? Gut, du aber nicht wie leicht. Was ich schon alles erlebt hatte. Als ich zum ersten Mal in den Förderkorb gestiegen bin, ich dachte, ich müsste sterben. Na gut, wir gehen mal in die nächste Kuppel. Es gibt mir noch 5 weitere. Ja gut, die Höhe alleine sollte uns klar machen. Die Dinge machen, sind sehr verschieden hier drin. Ist, ne? Oh, das ist doch so eine Holographie-Projektion, das Ding sie. Und wenn wir jetzt einfach weiter bauen würden, um zu sehen, was dann passiert. Oh, es gibt hier einen blau gerasterten Raum mit so einer schrägstehenden Scheibe, auf die eine Geschichte projiziert wird. Die ersten 800 Meter können kein Problem sein. Der Förderturm steht da. Der Schacht ist da. Die Kohlen sind raus. Wäre doch schade, bei 800 Metern anhalten zu müssen, oder? Nein, es sind die folgenden 12.000 Kilometer, die schwierig sind. Aber gut, mit der Erfahrung und dem Eifer, den die Kumpel seinerzeit an den Tag legten, muss es möglich sein. Das ist eines der schlechtesten, synchronsten Dinge, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Also dieser blaue Raum, den Cornelius gerade beschrieben, der ist halt hier ein Stück in der Wand unter dieser Installation, unter die man hier drunter kriechen kann. Wie gesagt, das genau sein wird, muss noch ausgetippt werden. Und irgendwas will uns dieses Hologramm jetzt sagen. Ich glaube, der Mann möchte irgendwie einmal die Erde durchbohren. Manche sagen in China. Ja. Ja. Aber China ist groß. Ich drücke einfach mal hier. Das ist richtig groß. Hier haben wir eine kleine Nebelwolke. Wackelwolke wahrscheinlich. Ja, hallo. Ja. Bleib doch mal still. Hier. Bei mir. Du siehst so nett aus. Wer jetzt? Und ich bin schon so lang. Oh nein. Du hast doch keine Angst vor mir. Denn alle haben immerzu nur Angst vor mir. Das ist kein Wunder. Du bist eine sprechende Wolke. An diesem schrecklichen Tag. Eines Tages sind sie plötzlich aufgetaucht. Männer mit Helmen und Lautenmaschinen. Die erinnert mich an Zini, können wir gehen? Ja.
So. Ah, wo sind wir denn jetzt? Der klingt wie du. Mal schauen. Toll. Ah, so ist es besser. Oh. Mann, hier hat es sich aber verändert. Fast nicht wiederzuerkennen. Kaum zu glauben, dass wir hier in einem alten Stollen stehen. 700 Meter unter der Erde. Und dass man hier zu Hunderten mal Lucht hat. Ist noch gar nicht lange her. Stell dir das mal vor. Das Gedränge, der Lärm, der Schweißgeruch. Harte Arbeit, Tag ein, Tag aus. Bis zum 31. März 1988, da wurde die allerletzte Steinkohlefuhre nach oben gebracht. Danach wurde das Bergwerk geschlossen. Das ist was für uns? Das war schön, weil ich habe so eine Schwäche für diese Scherenschnitttechnik. Okay, jetzt ist hier ein Seitengang mit so einer Drehtüre, wie wir es schon in Klankenbos hatten. Und hier drin sind Leuchtstoffröhren und die machen so einen Kampfstern-Galaktika-Beschleunigungseffekt in diesem Tunnel. Schön, ja. Ich schreibe mal, wo wir jetzt sind. Es ist ein sechseckiger Gang. Und ich glaube, der ist auch nicht original, sondern irgendwie... Es ist ein fünfeckiger Gang. Ich muss dich kurz korrigieren. Ah, ich habe verzählt. Ein sogenanntes Pentagon. Ein Pentagon-Gang, okay. Und auf der oberen rechten, also wie ein Hausdach, müsst ihr euch das vorstellen, auf der oberen rechten Seite hängen schräg die Leuchtstoffröhre. Und beziehungsweise LEDs sind das wahrscheinlich. Aber sie sollen wie alte Leuchtstoffröhren wirken. Und sie haben halt, wie gesagt, diesen Kampfstern Galactica, ein Schiff startet durch den Tunnelbeschleunigungseffekt drin. Also, sodass sich hier ein Lichtband quer durch den Tunnel bewegt. Das symbolisiert den Lichtblitz, der beim Staub in den Stollen konnte beim geringsten Funken eine Schlagwetterexplosion auslösen und sich so entsprechend schnell der Lichtblitz ausbreiten. Ja. Und ich glaube, wir kommen jetzt erstmal auf den Turm. Kann das sein? Your guess is as good, sagt der. Ja, auf jeden Fall wird es kühl. Gut, dann eben jetzt auch den Turm. Ich bin etwas verwirrt. Rein, raus, runter, hoch, rein. Und mit Turm meinen wir den alten Förderturm. Und ich fürchte, das wird jetzt ein ganz schönes Geschnaufe, weil es scheint keinen Aufzug zu geben. Und so wie ich Cornelis kenne, will er da hoch. Natürlich. Oh. Allein ist da drin noch von oben zu sehen. Das ist Cardio. Dann gehen wir ein bisschen vor, dann kann ich wenigstens ein Video machen. Jo. So, da unten sind wir eben rumgestolziert und das ist doch größer als gedacht. Wow. So, noch weiter nach oben. Von der einen Wendeltreppe auf die andere Wendeltreppe, auf die kleine Wendeltreppe. Die Wendeltreppe geräuscht wenigstens mal. Noch höher. Uiuiui. Okay. So, die Herzfrequenz kehrt in einen podcastfähigen Rhythmus zurück. Ja. Das war sehr hoch. Es ist immer noch sehr hoch. Ich habe nicht gefühlt, Sprachzentrum da unten. Ja. Ich habe nicht gezählt, wie viele Schritte das waren oder Treppenstufen das waren, aber ich würde mal sagen, das waren genug. Ich finde es irgendwie alles sehr interessant, so als Effekt, dass wir erstmal in den Keller geschmissen werden, durch solche Röhren laufen und durch nur eine andere Röhre laufen, plötzlich nach draußen geworfen werden, den Turm aufsteigen und plötzlich wieder oben in der Höhe sind. Das ist ein sehr interessanter Effekt, so Orientierungssinn. Ja, und wieder gibt es nur eine Aussicht. Ja. Und ob jetzt eine Aussicht so. Es gibt auch schon große Dinge ist. Zahnräder oder Förderräder, nicht Zahnräder, vom ehemaligen Förderturm, ja. Die sind schon ganz beeindruckend. Es sieht auch ein bisschen kühl. Heute. Das tut gerade gut. Ja? Wahrscheinlich bin ich morgen krank. Höhenangst darf man hier nicht haben. Nee. Das ist alles sehr offen. Und ja, sehr schwebend. Da drüben, das ist dann das Erdreich, was die hochbefördert haben, ne? Was die da drüben auf diesem Berg angeschüttet haben. Das sieht nicht wie ein natürlicher Berg aus. Können wir uns von da drüben mal angucken. Das heißt ja auch wirklich Bergbau. Ja, richtig. Die machen das schon auch so. Und wieder abwärts. Das ist die richtige Höhe, aus der ein Telefon mal richtig schön runterfallen könnte. Mhm. Da seht ihr mal, wie wir sind für euch. Wir gehen 1 Milliarde Schritte nach oben, um zu sagen, dass es da oben Aussicht gibt. Und dann gehen wir wieder runter. Da haben wir auch schöne Bilder gemacht für euch. So ist ja nicht. Schöne Bilder von diesiger Aussicht. Und spannende Industrieanlage. Aber wir heißen schöne Bilder und nicht schöne Ecken. Andersrum. Ja, ja. Auch eine tropfkalte
Bergbausuppe in den Nacken. Das wollen wir nicht. Das ist ja eigentlich der japanische Ansatz, ne? Irgendwo hin, Fotos machen, wieder weg. Ja, asiatisch vor allen Dingen. Japaner sind vielleicht gar nicht gut. So allein dafür stilprägend. Klischeehaft waren es früher die Japaner. Ja, und dann kamen die Chinesen und die Koreaner und alle anderen von da. Ich kriege einen Drehwurm. Das ist ganz schön, dass es ja eine Reihe zwei Ebenen von Griffen gibt, ne? Für Erwachsene und für Kinder. Das ist nicht gut. Bei diesem Geräusch dürfte klar werden, dass die Natur es ursprünglich nicht vorgesehen hat, dass sie Gummi hervorbringt. Mhm. Das sind aber zwei Wendeltreppen, die sich gegeneinander verschlingen. So. Ne? Ah, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Da war ein Schild down auf den Boden und ich habe mich darüber lustig gemacht, weil die Treppe herunterführte. Aber auf dem anderen, es war auch eine Wendeltreppe und die ist für ab. Ich dumm, Beschilderung schlauer ich. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr, irgendwo hochzugehen. Für die nächsten 14 Wochen. Wir sind gleich unten. Ganz unten und müssen dann wieder hoch. Ja, man denkt so, der Erdboden ist ja das Ziel. Nein. Nee. Geröll und Gebrüll und die Geräusche kommen zurück. So. So, was mich jetzt interessieren würde, da hinten ist doch nur eine Wendeltreppe. Wie war denn dann die ab? Sind wir die falsche hochgegangen? Ich weiß es nicht genau. Das kann natürlich irgendwie sein. Hier. Wie die Akustik hier wechselt. Dunklen Gang. Das ist aber auch interessant. Geil. Das ist dieses interaktive Geräuschmachding. Was das für Geräusche sind. Wir sind in einem ganz gut Schall. Also, es ist okay. Sind diese Hebel und Knöpfe an den Wänden? Ich mache nochmal eine Explosion, ne? Gesehen, dass es immer noch so kleine Voltmeter gibt, die Lautstärke anzeigen. Das war viel Wasser. Das ist kurz. Hilfe. Da geht's weiter. Jetzt sind wir wieder in einer Art von Labyrinth. Das war auf Beton gebaut. Das zieht sich durch hier. Ne? Kann man da hinten, oder? Ich komme nicht durch. Ich bin zu schmal, breit, meinte ich. Die Lücke ist zu schön. Ich weiß nicht genau. Soll das jetzt die Beklemmung im Bergwerk symbolisieren? Ja, ich denke mal. Ja. Es gibt hier so Ecken aus Beton, die man nicht betreten kann. Wo, genau, wo dann Kinder sich hinflüchten können, die Erwachsenen stundenlang irgendwie betteln müssen, dass sie wieder rauskommen. Oh. Okay, jetzt kommt. Jetzt sind wir in Bugstein Heaven. Moment, ich muss das kurz so festhalten, wie es sich uns. Neben dem Gang ist noch ein Gang. Ja. Oh Gott, wir sollten mal kurz beschreiben. Wir sind gerade geplättet, deswegen entschuldigt die kurze Sprachlosigkeit. Es ist eigentlich auch wieder ein Labyrinth, aber ganz anders. Also gemauerte Backsteintunnel und zwar zwei mindestens nebeneinander parallel, sehr lang. Ein bisschen mit Grünspan besetzt. Auf jeden Fall alt, das ist keine moderne Architektur, das gehört zum Bergwerk. Mir ist noch nicht ganz klar, welche Funktion das hier hatte. Es tropft von oben, weil es viel geregnet hat. Das ist eine ganz schöne Atmosphäre.
und es ist gar niemand hier und keine Kinder. Das finde ich auch ganz schön. Gibt es hier noch mehr Gänge daneben? Ja, und hier sind auch Spiegel am Ende der Gänge angebracht, dass du denkst, es würde weitergehen. Ach so, ja. Man wundert sich so kurz darüber, was hier Sache ist. Es sind nur zwei nebeneinander. Gut, das beruhigt ein bisschen. Der ist trockener. Da hinten spricht jemand. Aber ich mag es sehr, sehr gerne eigentlich von der Art. Es macht ein bisschen laut alles, Moment. Aber die Art und Weise, wie dieses Bergwerk erschließt, ist ziemlich toll, ziemlich modern, ziemlich kreativ. Es macht mir Spaß. Oh. Bleib mal kurz da stehen, bitte. Ja, schön. Oye, Ricardo. Cuando terminemos luego, vamos con la bicicleta, vamos a dar una vuelta, ¿eh? ¿Tienes ganas de dar una vuelta? Eso es bueno para las piernas, hombre. ¿Quieren? Ah, bueno, vale. Entonces, ¿a qué hora vamos a dar? A las 11, 11 y media por ahí. Vale, de acuerdo. Vale, yo. ¿Pero los manos que orden, man? Das ist auch wieder ein sehr interessanter Effekt. Wir sind tatsächlich. Und der Tal Paurat. Bueno, hombre. Ya nos veremos abajo y abajo te diré lo que tendrás que hacer. Es posible que vaya, te va a quedar arriba en la monolay. Así le ayuda a bajar el material para abajo. Also wir sind jetzt im Weißen Gang, so ist er genannt, auf dem die Mitarbeiter, die Bergleute zur Schicht gegangen sind. Hier sind sehr viele Lautsprecher angebracht, die das Herannahen von Pferden und von Bergleuten über eine Merkmalinstallation hörbar machen sollen. Es klingt tatsächlich so, als würde jemand auf dich zukommen im Gang. Ja. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Aber das klingt doch spanisch. Ja. Das ist Spanisch. Ich glaube, es gibt mehrere Sprachen. Also ursprünglich, das erste, was wir hatten, war, glaube ich, Belgisch. Also, gibt es natürlich nicht, Niederländisch, Spanisch, wahrscheinlich kommt auch Deutsch. Das dürfte auch symbolisiert haben, dass viele Gastarbeiter hier waren. Ich habe nämlich gelesen, dass die Stadt von 2000 auf 25.000 Einwohner gewachsen ist, von 1901 bis 1930, glaube ich, und sehr viele Gastarbeiter hier gearbeitet haben. Deswegen vermute ich die vielen Sprachen. Ne? So. Oh. Geil, tolle Bilder. Oh, wow. Können wir die mal bereitstellen, diese Bilder? Als GIF, ja. Ja. Das wären dann sehr schöne kurze Live-Fotos, kurze Loops gebaut. Jetzt kommen wir in einen wieder modernen Bereich mit so hat das hier ganz abrupt geendet und wir stehen jetzt hier in so Abstützstangen. Wo ich mir gar nicht sicher bin, ob die Installationen sind oder echt. Ich hoffe, sie sind Installationen. Nein, von der Bodenmarkierung hierher würde ich sagen, die sind eindeutig echt. Ja. Aber es ist wieder ein moderner Teil. Ne? Es ist Betonwände. Und es geht wieder durch einen sehr schmalen, zulaufenden, dreiecksförmigen Weg eine Treppe hinauf. Oh Gott, wo kommen wir jetzt hin? Oh Gott, mehr Treppen. Ich kann keine Treppen mehr. Das ist bisher eine der coolsten, atmosphärischsten Ausstellungen, ja, die ich je irgendwie besucht habe. Also sehr, sehr liebevoll gemacht, auch sehr modern auch. Ja. Also überhaupt nicht angestaubt, zu viele Details, zu viele Texttafeln. Also das Ganze als Expedition zu bezeichnen, kommt ist schon richtig gewählt. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schaffe. Ist da oben Ende? Noch nicht ganz. Oh nein, es regnet nicht so. Warum müssen wir jetzt wieder raus? Ich will nichts sagen, aber... Das ist der andere Turm, oder wie? Nein, das ist die andere Treppe. Ach, zum selben Turm? Ja,
Ach so. Wir hätten eigentlich jetzt hierher kommen sollen. Ja. Da hätte man da vielleicht mal hinschreiben sollen. Habe ich nämlich schon gewundert. Wir sind nämlich die falsche Treppe hochgegangen. Ja. Ja, sagte ich mir schon. Ah, okay. Aber ich weiß, wo es weitergeht. Also Tipp, wenn ihr hier langkommt und bei den ersten hängenden Installationen mit diesen Bildern für die Kinder seid, nicht rechts in den Gang rein, sondern bis zum Ende gehen. Ich kann ja gleich sagen, warum, was wir übersehen haben. Okay. Es gibt eigentlich einen Fußweg, den wir nicht gefolgt haben, auf dem Boden. Oh, wir sind wieder frei. Ja, wir sind wieder frei, wir sind wieder über Tage, sagt man das so? Zurück am, Regen. Aber zum Glück sind wir hier drin. In der Eingangshalle, ja. In der Eingangshalle und wir hatten jetzt zum Schluss, sind wir in so einer VR-Experience, wie man das, glaube ich, heutzutage betitelt, gelandet, die ein bisschen komisch organisiert war, so ohne irgendeine Person, die da aufgepasst hat. Man musste sich selber den Platz suchen, immer so Dreierreihen in so einem Ding, was super dystopisch aussah. Ja, total. Fotos jetzt hier gucken, bitte. Ja. Mit so Gittern und es hatte eine ganz seltsame, futuristisch-dystopische Atmosphäre. Und ich bin sehr froh, dass ich ein kleines Alkoholdesinfektionstuch in der Tasche hatte. Die Dinger waren wirklich ekelhaft, ja. Weil ich darf nicht darüber nachdenken, wie viele Menschen vorher dieses Ding aufhatten und mit ihrer Nase da. Und ich will gar nicht drüber nachdenken. Boah. Okay, Entschuldigung. Nee, nicht gut. Auf jeden Fall, Entschuldigung. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Also die liebe Zehnlinie, da könnt ihr ein bisschen nachbessern, weil grundsätzlich finde ich die Idee, diesen Ort in so einem VR-Flug, also im Wesentlichen war es ja ein Flug über das Gelände, mit so einer Zeitreisen-Thematik, wo... Das ging dann später nur nach unten in den Stollen, ja. Aber es war alles nur animiert, das wäre schon gewesen. Es war nicht mal animiert, es war einfach nur quasi ein Diorama in 3D modelliert, genau. Wo die Kamera halt drüber flog. Es wäre sehr schön gewesen, und ich muss mich kurz da hin entladen, weil... Mach das. Als jemand, der weiß, wie Computergrafik funktioniert und wundere ich mich, dass wir im Jahre 2019 noch immer nicht in der Lage sind, flüssige 30 Frames oder flüssige 60 Frames hinzukriegen. Und damit meine ich nicht mal flüssig im Sinne von, es sind 30 Frames, sondern das Frame-Timing ist unglaublich wichtig. In dem Fall war es wieder mal so, ich schätze mal, da sitzt irgendein Android-Gerät dahinter oder keine Ahnung was, war es halt wieder mal so, dass wir haben keine Echtzeit-3D-Grafik gesehen, sondern wir haben ein 360-Grad-Video einer gerenderten Grafik gesehen, die aber grundsätzlich auch Echtzeit in der Lage gewesen wäre bei ihrer Qualität. Es flimmerte alles, jede dritte Textur auf diesem 3D-Modell flackerte vor sich hin. Und wenn man so Sachen mit den Augen im Vorbeiflug verfolgen wollte, dann übersprangen sie halt so jedes 30. Frame und hakten so vor sich hin. Also das war keine Immersion, das war gar nichts, das war schlimm. Und jetzt auch nicht so mega liebevoll gemacht. Ich weiß, es ist unglaublich teuer, sowas in 3D zu modellieren, Hü und Hot, bla bla bla, aber da geht was besser. Dennoch, das war der Teil der Kritik, ich finde das schön, um so einen Ort zu begreifen und auch die Abfolge also, der Orte zu erleben. Ich muss kurz nochmal mit schimpfen. Also zum einen hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht mal einfach nicht in 3D-Animation, sondern vielleicht eine 3D-Aufnahme aus dem Stollen mal sieht, weil da kommt man einfach nicht mehr hin heutzutage. Ob das hier zugänglich ist, weiß ich nicht, aber es gibt Stollen, die zumindest vor kurzem abgebaut wurden, wo das doch teilweise in der Form auch aufgenommen wurde. Es gibt da, glaube ich, auch Beispiele aus Deutschland. Das wäre schön gewesen, mal einen Eindruck zu bekommen. Bei mir war der Ton kaputt und ich habe da nicht so lange auf den Tasten rumgedrückt, weil es meint irgendwann, ich gehe gleich aus. Also es war offensichtlich der Long Press, der dann das Gerät abgeschaltet hätte, wollte ich jetzt auch nicht. Ich habe auch die Halterung kaputt gemacht, ich musste es mit der Hand halten. Und effektiv war es irgendwann einfach nur noch so eine blöde Lorenfahrt, die sehr langsam war. Wahrscheinlich gab es da Text oben drüber, da konnte ich mich auch umdrehen. Hinter mir war einfach nur die Wand der Lore, Ja, sehr schade. Und ich habe bisher wenige VR-Experiences gesehen, die es wert gewesen wären, gerade in solchen Umgebungen. Wobei eigentlich ansonsten das ein sehr toller Ort ist. Ich würde jetzt ganz gerne mal ins Positive kommen, wie du eben auch. Ich bin sehr glücklich mit der Architektur, mit der Art und Weise, wie neu und alt hier kombiniert ist. Das, was hier räumlich geschaffen wurde, bis auf den kleinen Fauxpas, dass die Ausschilderung uns ein bisschen falsch geschickt hat oder in die nicht gesehen haben. Vielleicht haben wir irgendwo ein Schild übersehen, was sagte, folgen Sie der gestrichelten Linie. Nur die gestrichelte Linie war ja erst... ab diesem Zeitpunkt, die kreuzte uns und davor war nur ein, hier übrigens ist sowas, was, naja. Ich habe ja auch so eine Karte, die überhaupt nicht geholfen hat, weil auf der Karte sind Räume drauf, die wir nicht betreten haben. Also, ja, egal. Aber ich finde die Architektur schön. Es wechselt halt alter Backstein und alte Originalsubstanz ab mit neuen Elementen, die sehr künstlerisch gebaut sind, meistens Betonwelten, die die Beklommenheit zeigen sollen, die verbinden zwischen Ort A, B und C und so weiter. Das macht wirklich Spaß und das finde ich auch sehenswert, das kann man sich angucken.
die VR-Geschichte am besten einfach skippen. Ja, aber weiß am besten, man sollte sich die schon mal angucken, weil man, okay, es lohnt sich jetzt nicht dafür, irgendwie 30 Minuten, Stunde oder so anzustehen, weil ja, von der Organisation her, dadurch, dass man halt im Grunde von niemandem aufgefordert wird, doch jetzt mal am Ende der Zeit bitte zu gehen, ist das halt ein ziemlicher Stau, der da unten einfach entsteht. Also das ist blöd. Also wir haben jetzt gefühlt 15 Minuten angestanden, viel länger lohnt das nicht wirklich. Also dafür ist es dann doch zu unspektakulär. Andererseits gehört, ist es schon ein guter Eindruck, den man auf diese Weise also vom Gelände bekommt. Vielleicht auch mit der neuen Version, die das ein bisschen besser einfängt. Da geht ja noch was. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt nicht für 30 Jahre in dieser Form, sondern das wird vielleicht noch mal aufgefrischt und ein bisschen besser organisiert. Ist es dann wieder ganz gut, ja. Ich mochte ja das Spiel mit Höhe, mit Tiefe, mit Beklommenheit, mit Freiheit, mit Luft, mit drinnen, mit draußen, Turm hoch, runter. Das ist toll. Das finde ich wirklich gut. Also ich kann sagen, Empfehlung ist es auf jeden Fall. Es ist ein spannender, toller Ort und noch ein anderer Zugang zu diesem Bergbau und Minen. Ja, ja, es wirkt jetzt Anlagen, von der Machart her nicht viel mehr als halt sowas, wo man im Grunde sich auch so ein Google Cardboard oder ein entsprechendes Telefon VR Headset VR, ja, für 20 Euro auf Amazon schießen kann und das dann irgendwie als App oder ein YouTube 3D Video irgendwie sich angucken kann. Also ich weiß nicht, welche Hardware da zum Einsatz kam, aber es wirkte auf mich alles sehr grob und ja, das kann man auch zu Hause erleben, wenn man ein halbwegs gut aufgelöstes Telefon hat. Also ja, da geht auf jeden Fall mehr. Egal, genug. Ich sprach nur noch von einem Ort und davon, dass es gibt ja sehr viele ehemalige Minen, Zechanlagen, Bergbau, Industrie, Ruinen und Industriedenkmäler. Und das finde ich sehr modern und sehr interessant und hebt sich auch ein bisschen ab, ja, von dem Rest, den ich zumindest gesehen habe im Ruhrgebiet und anderen Bereichen. Im Saarland vor kurzem ist es schon eine schöne Sache. Also wenn ihr vorbeifahrt, nehmt es ruhig mal mit. Ja, also ich finde hier wirklich, man sieht die Einflüsse der vielen Gewerke, die hier einfach vor Ort sind, also die Designschule und sowas. Die Typografie ist sehr schön, die Farbgestaltung ist toll, es integriert sich alles sehr gut. Die wenigen Sachen, die da sind, wie dieser beleuchtete Gang, die Aussicht, der Turm und sowas, das ist auf jeden Fall wert. Also für dieses kurze Erleben, speziell dieser Experience, also es gibt hier noch mehr Orte, du sagtest gerade auf der Karte, ne, da sind Orte eingezeichnet, wo wir noch nicht waren. Wir waren ja jetzt bisher nur in dieser C-Mine Expedition. Ne, wir haben ja noch nicht die normalen Besuchsorte gesehen, die man hier jetzt sich angucken kann. Das würde aber auch jetzt einfach diese Folge sprengen, weil wir haben schon genug ja, Zechendenkmäler dieser Art besucht und speziell war jetzt hier dieser Punkt, wir werden torpediert am Ende. Was ist das? Kultur. Okay, wir werden von Kultur angegriffen. Ja. Sprechen wir schnell ein Ende. Ja. Ich fand's toll hier. Mir hat's auch Spaß gemacht. Wetter war so ein bisschen schaurig, aber das Labyrinth draußen hat ebenfalls Spaß gemacht. Bei Sommerwetter noch ein bisschen mehr. Macht auch Sinn, ein Labyrinth zu haben, weil drin draußen Labyrinth ist das Thema. Das hat mir Spaß gemacht, ja. Ja. Finde es einen schönen Abschluss für die Tour. Ja. Und mit der Fanfare, die wir gerade genießen durften, verabschieden wir euch in einen Podcast. Nichts, was jetzt wieder zwei Wochen bis zu unserer nächsten Folge anhalten wird. Dann wahrscheinlich unser Reisebericht von Belgien. Da können wir dann nochmal ein endgültiges Fazit ziehen. Und wir freuen uns über Kommentare und alles Weitere, was ihr uns zukommen lassen möchtet. Gerne bei iTunes bewerten. Schreibt uns was bei Twitter, bei wie auch immer, wie ihr zu solchen Experiences und zu unserem Podcast steht. Wir lesen alles gerne und antworten auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.